In den Bachelorprogrammen soll eine Berufsfeldbefähigung erreicht werden. Diese Programme sind wissenschaftsbasiert und anwendungsorientiert. Dann in den Masterprogrammen soll eine erweiterte Berufsfeldbefähigung erreicht werden. Diese Programme sind dann auch forschungsbasiert. Die Kompetenzorientierung stellt dabei eine grundlegende Basis dar. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung der Fachkompetenz, sondern auch um die Entwicklung und Weiterentwicklung der Methodenkompetenz, der Selbstkompetenz und der Sozialkompetenz. Im Rahmen des Bologna-Prozesses und der Realisierung der Kompetenzorientierung stehen die Studierenden im Zentrum des Lern- und Lehrprozesses. Dieses studierendenzentrierte Konzept stellt die Basis der Kompetenzorientierung dar. Diese kommt aber auch durch die Formulierung von Lernergebnissen zum Ausdruck. Ein modularisiertes Curriculum, das aus sinnvollen Lerneinheiten zusammengesetzt ist und dem ECTS zugeordnet sind, damit Studierende sich orientieren können und auch ihren Lernaufwand abschätzen können. Thank you.